Knossi Party 2019. Da sehe ich mich drin. Da sehe ich mich drin. Ehrlich, da bin ich gespannt. Ja. Da, so sehe ich auch den Jens, ne? Wenn der Merch gut verkauft wurde, pünktlich zu Weihnachten. Wer Lust hat auf neuen Merch, auf unsympathischshop.de. Der Hoodie ist am Start. Ein paar neue Shirts. Schönes Intro aber. Und, ey, ist euch immer aufgefallen, allein diese Musik, die immer kommt, von diesem... Ich glaube, Meute heißen die. Und es ist You and Me, was die da gespielt haben auf ihren Instrumenten. Ey, ich finde, das ist die geilste Intro-Musik, ne? Also jedes Mal, wenn ich Intro reinmache von Knossi, jedes Mal genieße ich diese Musik. Wenn da jetzt David Hasselhoff aussteigt, dann schnall ich ab. Guck mal, die ganze Menschenmasse hier schon, auch vorm Hotel. Marcel alle dabei. Was ist das denn, Junge? Knight Rider für den König. It's no joke. Nee, und du bist David Hasselhoff? Ich bin David Hasselhoff. Baby. Hotline, Baby! Guck dir mal von innen an. Lull. Er ist original? Mit den Knöpfen? Mit allem. Hammer. Ey, darfst du damit hast du Straßenzulassung, oder? Ja. Sag mal, das Lenkrad ist nicht ganz... Der hat Straßenzulassung. Das Lenkrad ist nicht ganz original. Ist nicht euer Ernst, geil. Ist crazy. Digga, was ist das für ein Auto, Alter? Ey, Marcel, guck dir das von innen an. Von innen. Guck's dir von innen an! Du kannst es nicht glauben! Es ist unglaublich! Alter, ist die Belichtung der Straßenzulassung, ist die Belichtung immer an oder kann ich auch die Belichtung ausmachen? Digga, wenn's nachts ist, ich fahr Autobahn, die Belichtung knallt doch einem voll in die Fresse. Komplettes Disco-Licht ist da drin an. Aber die Belichtung muss man ja safe ausmachen können, wenn man fährt. Als ob das nicht übel irritiert abends. Hotline! Es ist Hotline! Grüne Leute, jetzt geht's los. Ah, da waren wir schon. Wir geben euch Rückendeckung. Wir steigen jetzt aus, wir sind da. Ah, gut. Haben die erfolgreich rausgeschnitten. Das hatten wir auch schon. Knossi, 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 Der geisteskrank. Weiß jemand, was für eine Kapazität dieser Club hat? Also, wie viele Menschen waren da? Unangenehm. Ja. 600 waren da, 650, okay, alles klar. Gut informiert. Zwei Leute waren da on point. Für den Joke gibt's mal gleich den VIP entzogen. Ich stell's mir auch dezent komisch vor, wäre ich da aus der Limo erstmal ausgestiegen. Ich finde Limos auch schon immer ganz kritisch, ehrlich gesagt. So, ich gefühl für mich sind Limousinen nur in Filmen oder in Serien nice. Aber ja, wenn du da aussteigst, Monte erstmal noch auf dem, wie nennt man das, unten auf das Trittbrett draufgetreten, noch die Kippe im Stehen angemacht und dann dadurch die Menschen zu laufen, ich glaube, da fühlt sich übrigens keiner cool, ne? Das ist sein Ding, ne? Das ist Jens sein Ding. Und ich sehe Jens wirklich spätestens, allerspätestens 2021 Malle Opening. Megapark, Bierkönig. Ne, eins von beiden hat er gesagt, geht er nie wieder hin. Ich glaube, Megapark war's. Aber ich sehe ihn da drin, ne? Malle Opening und Malle Closing. Jens hat da jeweils wohl da gebucht. Ne? Ihm ist es gar nicht unangenehm, dass die Leute hier im Vordergrund stehen. Hier, keine Ahnung, irgendein Fanboy mit einem gefälschten Pulli, Alter. Sieht aus wie, keine Ahnung was, Justin würde abkotzen bei der Kombination, aber so, keine Ahnung, wie der überhaupt ans Ticket gekommen ist dafür. Aber hier, ne, die hat dann alle Kamera einem ins Gesicht. Schon ein bisschen, ist schon unangenehm, ne, aber ihn juckt's gar nicht. Jens macht einfach weiter. Hier schreibt gerade jemand, das war Monte, der Fanboy. Alles klar, gut. Auf
Ja, komm, piss dich jetzt. Besser ist das. Lol. Ja, da waren schon viele Kollegen am Start. Tanzverbot auch am Start gewesen. Ich habe noch einen Homie gesehen von Udo. Nick Schröder heißt er, so, glaube soweit ich weiß. 100% Nick Schröder. Medi Deluxe war auch da. Ja gut, aber den kennt ja niemand. Ey, Medi, es tut mir leid. Das hätte ich niemals gesagt. Das, so eine Aussage kommt nur, weil ich über 1000 Zuschauer habe. Ey, Medi, ohne Spaß. Das weißt du aber auch selber. Das sage ich nur, weil ich über 1000 Zuschauer habe. Hätte ich unter 1000 Zuschauer, niemals würde ich sowas sagen. Also wenn jemand vor Ort war, ne, Medi, haben die auch gefeiert, haben die getanzt? Also waren auch manchen einfach scheißegal, dass Jens da war? Oder hat sich alles nur so um die gedreht? Also man hat nicht so wirklich getanzt, man hat nicht auf die Musik geachtet, so, weißt du, was ich meine? Es gab eine Tanzfläche da, waren auch welche, aber hauptsächlich haben die gegeiert, war wie im Zoo. Ja gut, aber das war wahrscheinlich, ja, war klar. 600 Leute passen in den Schuppen rein, ne, alles, wenn auch noch Monte da ist, Tanzverbot ist da, KuchenTV ist da und so weiter und so fort. Livestream! Ich glaube, man konnte aber auch erst richtig anfangen zu feiern, als halt die meisten gegangen sind. Ne? Jens hat noch eine Story gemacht, ich glaube um 3 Uhr oder 4 Uhr im Club. Da waren nur noch ein paar da und da war die Tanzfläche auch dann freier. Freier, kann ich das so sagen? Freier kenne ich nämlich auch noch im anderen Zusammenhang. Naja. Livestream ist das, Leute! Guck mal hier, die Frauen und machen Fotos von mir heimlich. Hätte ich erst mal gedacht. Das ist doch freiwillig. Ich glaube, Videos helfen oder was? Leere. Oh mein Gott, da würde ich so durchdrehen. Ey, Jens ist so abgebrüht. Dieser Typ ist mit allen Wassern gewaschen. Ich glaube, so sagt man dieses Sprichwort. Ich wollte es unbedingt mal sagen. Jetzt habe ich endlich mal rausgehauen. Amen. Ey, dass ihn sowas nicht stört. Ich, und da ist mir es egal, ob sie eine Frau ist. Ich wäre getickt. Ich hätte die weggedrückt. Ich hätte die, ich weiß es nicht. Ey, nee. Digga, so, warum? Ich würde es nicht mitmachen. So, wie lange? Hallo? Hallo? Mich wundert es, dass die nicht so mit dem Bushido-Stream gekommen ist, Alter. Die löst sich ja gar nicht mehr von dem. Auf einmal Bushido-Stream zu dritt, Alter. Schatzi, da kann ich auch nichts dafür. Einmal nochmal alle. Kritische, kritische, stille Post, ist so. Blackjack. Nice. Marcel, ich habe mit Marcel auch geredet und er meinte, da war es eigentlich recht nice, so, ne? Es war anscheinend ein extra Raum, aber korrigiert mich bitte im Chat, der wo da war, weiß es besser als ich. Ich war nämlich nicht da, logischerweise. Und da ging es anscheinend, da konnten wir uns nicht gut aufhalten am Blackjack-Tisch. Es war doch Blackjack, oder? Poker oder Blackjack? Weiß es jemand? Blackjack, okay. Wir gehen. Ich komm wieder. Cringe. Einer hat noch im Chat geschrieben, also einer, ich habe einmal Cringe gelesen, ich weiß jetzt nicht ganz warum, wegen welcher Situation. Und einer hat doch gefragt, warum ich nicht dabei war. Das war an dem Wochenende, als ich den Bann von YouTube reinbekommen habe. Und meistens habe ich nur zu Uhrzeiten Bescheid bekommen, was abgeht, um 1 Uhr, so, ne? Und die ganze Thematik war dann mir doch so wichtig. Ich habe ja in dem Stream mal gesagt, dass mich nicht so interessiert, aber es war mir dann doch wichtiger als gedacht, dass ich ehrlich gesagt irgendwie Samstagabends lieber daheim geblieben bin, auf Krampf, auf Hoffnung, dass irgendeine Nachricht kommt und dass halt irgendwie, keine Ahnung, YouTube auch samstags arbeitet. Ja.
Lol. Ich glaube, der Liquid Security ist hart hängen geblieben. Passt mal gleich auf. Wartet. Oh mein Gott. Der ist richtig hart hängen geblieben. Erstens, die sind krass gestresst, aber der ist mal so an der Ecke hängen geblieben. Unfassbar. Das sind Momente, da liebt man wahrscheinlich seinen Job. Wartet. Richtig schön unten an die Seite rein, da wo es auch mal richtig nice wehtut. Aua! Hey Leute, Chat! Ich werde eskortiert von Security. Ich hab gar nichts erfunden. Ich mach nur ein bisschen Video. Wir gehen weiter. Ey. Ich muss es einmal sagen. Nein. Ich muss es einmal sagen, ey. Nein! Ein Punkt, bitte! Ich mach nur. Ein bisschen beeilen jetzt. Ja, was geht denn jetzt überhaupt? Nein! Hey, wo war er denn? Die Hüdis sind einfach 70, ist so. Keine Ahnung. Naja, wir haben, glaube ich, genug gesehen. Ich glaube, mehr passiert da auch nicht.